ich will mir auch ein Lernprojekt anlegen. Und gut, wie es technisch geht, ist relativ einfach. Man sagt, ich möchte mir einen Blog anlegen. Und dann fragt sich natürlich nur noch, was denn für einen? Ich war vor 2 Wochen auf einem Vortrag von John McArdle an der Jacobs oder Jakob, Entschuldigung, Jacobs University. Der hatte ja gesprochen über verschiedene neuere Verfahren der dynamischen Strukturgleichungsmodelle. Das fand ich sehr spannend. Hab dann kurz noch danach mit ihm gesprochen und er hatte dann interessanterweise auch noch gesagt, dass er mittlerweile ganz, ganz viele Sachen mit R macht. R ist eine Open Source Statistik-Software. Da habe ich gesagt, das ist ja wahnsinnig spannend. Und momentan versuche ich gerade, der hatte dann noch einen Workshop gemacht, da versuche ich gerade die Slides und die Unterlagen zu kriegen. Ich war dann bei ihm auf der Homepage und habe dann nach den Publications geschaut. Und natürlich bei Personen von seinem Kaliber sind das so ganze Latten. Und eine Publikation war ja besonders interessant, nämlich aus dem Jahr 2009, Latent Variable Modeling of Differences and Changes with Longitudinal Data, wo er wirklich eigentlich komplett das Thema einmal Übersicht gibt. Und insofern habe ich gesagt, mein Lernprojekt dieses Semester wird sein, wirklich mal diese verschiedenen Formen der Nutzung von Strukturgleichungsmodellen zur Modellierung von longitudinalen Erhebungsdaten in R umzusetzen. Und dann habe ich so seinen Abstract gelesen und da kam mir das hier in den Sinn, weil ich natürlich jetzt ja auch einen Namen für meinen Blog brauche, Contemporary. Habe ich mich dann erinnert, dass ich 2005 auf der Biennale in Venedig war und im Deutschen Pavillon war damals eine Installation, eine Performance von Tino Segal. Und er ließ die Aufseher durch den Raum tanzen und die riefen dann, oh, it's so contemporary, so contemporary. Das war eine wahnsinnig witzige Aktion. Und irgendwie mache ich daraus einen Titel. Und ich nenne den mal Oh, it's, auch nicht so, sondern it's Sam Contemporary. Finde ich witzig. Das ist immer wichtig, dass erstmal der Titel von so einem Lernprojekt für einen selber witzig ist. Ob es für die anderen witzig ist, naja, das muss man wahrscheinlich dann nochmal erklären. Vielleicht ändert man es auch. Insofern nenne ich jetzt auch den Namen des Blogs, nenne ich Longitudinal Sam. Structural Equation Models, heißt das, Strukturgleichungsmodell. Sichtbar sein? Na klar, alle sollen mich sehen. So, neuer Blog. Haben wir angelegt und da gucken wir doch gleich mal drauf. Der sieht natürlich ein bisschen langweilig aus und insofern gehen wir mal da rein und gucken, wie wir den vom Design her verbessern können. Und ich glaube, Sie können mich jetzt dabei alleine lassen, weil ich mir jetzt die verschiedenen Designs anschaue. Ich wollte nur ganz kurz berichten, warum ich welchen So, Sie können mich jetzt gerne alleine lassen. Ich wollte nur mal kurz berichten, welchen Lernblock ich angelegt habe und warum der so heißt und worum es geht. Das muss ich natürlich dann nochmal im ersten Blogpost beschreiben, aber erstmal natürlich auch ein ordentliches Theme mehr besorgen. Naja, Sie können es sich selber anschauen. Sie finden den Blog unter blog.zml unibremen.de longitudinal SEM. Ja, okay. Viel Spaß dabei. Tschüss.